Guten Tag und willkommen zurück. Ja, ja, ist ja gut. Willkommen zurück zu Dying Light 2 Stay Human. Es geht weiter mit der... Warum ist hier was markiert? Karte? So. Ich weiß nicht, warum da was markiert war, aber egal. Es geht weiter mit der Überfall. Und hierfür müssen wir erstmal schauen, wie wir hier runterkommen. Mal einfach runterspringen und C drücken? Nee, oder? Ja, doch, geht. Okay, wunderbar. Ich muss ein bisschen mehr auf meine HP achten, deswegen möchte ich auch etwas vorsichtiger sein. Nicht nur in Kämpfen, sondern halt auch beim Parkouren. Ich meine, das Parkouren geht zwar mittlerweile, wie man sieht, funktioniert wunderbar, aber in Kämpfen muss ich auf jeden Fall noch hart aufpassen. Es ist Zeit für uns. Sieht aus, als sei Sophie nicht hier. Ich suche besser nach ihr. Also, ja, wissen die? Im Questbereich. Im Questbereich? Ist Sophie dann irgendwo? Die muss dann doch hier auf dem gegenüberliegenden Dach sein oder so. Oder hä? Was? Ach so! Oder soll ich die Leute hier befragen? Hast du Sophie gesehen? Ah ja, macht Sinn. Ja gut, ihn hätte ich jetzt nicht gefragt. Tapferer, verschissener Pilger. Ja, moin. Ich hab dich gesucht. Trink, Prost! Mit ihm? Ich meine, das könnte ein Friedensangebot sein, ne? Aber er könnte uns halt auch hintergehen. Ach komm, Digga, wenn er zuerst aus der Flasche trinkt. Tut mir leid, ich trinke nicht gern direkt aus der Flasche. Ah, okay. Oh, oh, euer Hochwohlgeboren wünscht ein Glas. Hey, hat dieser Dämlack Alberto dein Funkgerät geprüft? Ja, okay. Dieser Volldepp kriegt keinen geraden Satz raus, denn sein Hirn muss aus Schweizer Käse bestehen. Zeig mal ein bisschen Respekt, Humphrey. Alberto ist ein Genie mit Waffen und Rüstung. Ja. Was ist denn deine große Fähigkeit? Eine Harmonika furzen und es Musik nennen? Hey, ihr elenden Wichser! Sprecht euer letztes Gebet! Barney kommt! Und er wird euch in den Arsch treten! Also besoffen finde ich ihn sympathischer. Dann das Herz. Gut. Ihn haben wir jetzt nicht gebrauchen können, weil er absolut betrunken ist. Und ich hätte echt gerne ein Glas genommen und mit ihm getrunken. So hätten wir uns gut anfreunden können. Weil, warum nicht? Einfach ein bisschen die Leute besser kennenlernen, bevor man die verurteilt. Oder? Gut, dann halt nicht. Ich suche Sophie. Wo ist sie hingegangen? Sie sagte, sie müsse sich um wichtige Angelegenheiten kümmern. Aber du kannst bei uns warten. Okay. Wenn du wissen willst, ob ich einen Freund habe... Ich habe keinen. Okay. Was nicht heißt, dass du auch nur die leiseste Chance bei mir hast. Die hast du nicht. Na gut. Wenn du glaubst, mich würde es interessieren, ob du einen Freund hast, liegst du falsch. Aber auch wenn du geile Antwort, Eben. Meine Chancen änderst, meine ändere ich nicht. Na gut. Was führt dich her? Pass gut auf Barney auf heute. Der Typ ist wie ein Neonschild, auf dem steht, zum Chaos hier lang. Stimmt. Bin ich auch der Meinung. Aber ich glaube, er ist halt einfach... Ja, ich habe das ja schon erklärt. Er ist zu überstürzig. Er plant Sachen nicht besonders gut und verkackt es dann halt. Aber... Ich glaube, es steht keine Böswilligkeit dahinter. Wir hatten einen sehr schlechten Start mit ihm, deswegen hätte ich, wie gesagt, gerne mit ihm gesoffen, aber gut. Dann halt nicht. So. Was los, Herman? Herman, es ist besser für die Welt, wenn du still bist. Ja, sie. Keine Chance bei mir. Was zum Teufel? Es geht bei ihr. Okay, er ist der Letzte. Hey, hast du Sophie gesehen? Sophie? Ja, sie ging... Sie meinte... Sie ist dort lang gegangen.
Ganz genau. Danke. Warte mal. Da wäre noch was. Noch eine Sache. Da stimmt was nicht. Funktioniert nicht mit. Ist kaputt. Das. Papa fragt, ob was mit deinem Funkgerät nicht stimmt. Hm? Es stimmt. Rauscht manchmal, aber solange es funktioniert, lasse ich es lieber in Ruhe. Kann ich dich was fragen? Sicher. Okay. Aiden ist mein Name. Vincenzo. Aiden, wie bist du zum Pilger geworden? Heißt das, du bist ein Mörder? Vincenzo. Was? Warum? Was meinst du? Warum? Papa, ich frage, weil ich neugierig bin. Sagst du es mir, Aiden? Ich weiß gar nicht, wie man Pilger wird. Stimmt, wer beurteilt das eigentlich? Obwohl, ist das, wird man nicht Pilger, indem man die diese Grenze da übertritt? Ich meine, es gibt ja diese einzelnen Städte und dazwischen ist ja nur ein Öde, so wie ich das verstanden habe. Also wenn man da durchläuft, wird man dann nicht als Pilger bezeichnet? Aber gut, ich gehe einfach mal da auf. Ich weiß gar nicht, wie man Pilger wird. Lass uns ein andermal darüber reden. Und danke für dein Angebot, mir mit dem Funkgerät zu helfen. Was? Hä? Okay. Der hat eine sehr komische Antwort jetzt gegeben. Schade. Ich denke, er hätte daran wachsen können, wenn wir ihm irgendwas darüber erzählt hätten. Aber Aiden will anscheinend nicht. Nicht in deiner Liga. Oh. Jetzt ist sie auf einmal hier. Okay. Ich bin hier. Hi, Sophie. Was ist mit deinem Funkgerät? Funktioniert's jetzt? Manchmal geht es, manchmal nicht. Purer Zufall. Susie, Logan, ich schwöre, ich schlitze sie auf und esse ihre Eingeweide. Okay. Birdie, Ralph, auf euch. Ich liebe euch. Oh, der Arme. Was jetzt? Erinnerst du dich an den Beginn des Niedergangs, Aiden? Nur vage. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Wir hatten die Kirche eine Weile gegen die Infizierten verteidigt. Meine Mutter hatte das Sagen. Sie verlor täglich Dutzende Leute. Sie hielt alle am Leben, während ich Barney im Auge behielt. Sie flehte die Peacekeeper um Hilfe an, wurde aber ignoriert. Schließlich wurde sie verletzt. Es war Dämmerung. Sie brachten mich zu ihr, aufs Dach der Sakristei. Sie sah mich und nahm mir das Versprechen ab, mich um meinen Bruder zu kümmern. Sie sagte das, als würde sie mir ein Auto leihen und sicher gehen wollen, dass ich es unbeschädigt zurückbringe. Danach ernannte sie Karl zu ihrem Nachfolger, mit mir an seiner Seite. Du wirst einmal ein viel besserer Anführer sein als Karl, sagte sie. Aber solange die Welt brennt, hören die Menschen nicht auf jemanden, der so jung ist. Sie lag falsch. So habe ich mein ganzes Leben lang gedacht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt verstehe ich meine Mutter. Als Anführer musst du skrupellos sein. Damals war ich nicht bereit. Jetzt bin ich es. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Und ich weiß, was Verlust bedeutet. Sprichst du über jemand Bestimmtes? Mhm. Ich denke, wir festigen die Beziehung zu ihr. Also das Verhältnis zwischen einer guten Geschäftspartnerin. Weil sie hat uns auch schon viel über sich erzählt, also können wir jetzt auch mal ein bisschen aufmachen. Über meine Schwester. Tut mir leid. Vielleicht muss es das nicht. Wir werden sehen. Und deshalb bist du in die Stadt gekommen, oder? Wegen ihr? Ja. Sophie, wir müssen reden. Zeit zu handeln. Je schneller wir das hier durchziehen, desto weniger vorbereitet sind Jack und Joe. So sieht's aus. Aiden, Aiden. Lass uns nochmal von vorn anfangen. Ja. Hier, bring gerne. Dir ein bisschen Mut an. Solltest du vor einer Mission wirklich so viel trinken, Barney? Ich? Ich hab die stärkste Leber in ganz Wildor.
Ja, das kann sein. Selbst, Pilger. Wo ist Sophie? Dort. Auf dem Dach. Ich hab dich im Auge, Pilger. Ja, er ist etwas komisch, aber ein großer Arsch ist er jetzt, glaube ich, nicht. Er tut halt einfach nur auf hart und dass Aiden dann so engstirnig ist, wenn er ihm ein bisschen entgegenkommt. Bin ich irgendwie... Wenn Barney Aiden entgegenkommt, sollte er meiner Meinung nach da auch ein bisschen mitmachen. So. Können wir hier jetzt eigentlich rein? Nein, sollten wir auf jeden Fall nicht. Ey! Aiden! Was tust du? Alter, was war das? Gut, dann gehen wir da halt nicht rein. Meine Fresse, Mann. Was ist denn mit dir? Gehen wir zu Sophie. Unglaublich. Bastarde. Ja. Anscheinend beobachten uns die Peacekeeper. Lass sie nur schauen. Was mit Jack und Joe passiert ist, das können wir auch mit ihnen machen. Du sagtest, es sei Zeit zu handeln. Wir handeln. Ich habe 3 Späher zum Lager geschickt. Karl und die Kristalle müssen irgendwo im Gebäude sein. Banditenlager, eine neue Funktion, ein neues Feature für uns. Cool. Nähern Sie sich dem Banditenlager und benutzen Sie das Fernglas, um die Eingangspunkte zu identifizieren, den Lagerleiter zu finden und potenzielle Gelegenheiten in der Umgebung zu identifizieren. Wahrscheinlich sowas wie Pulverfässer oder so ein Scheiß. Um das Banditenlager zu übernehmen, müssen Sie den Lageranführer und seine Lieutenants töten und das Lagertotem holen. Okay. Wenn sie das Lager übernehmen, richten sie eine Sicherheitszone ein und verdienen sich zusätzliche Belohnungen. XP, Waffen, Outfits und so weiter. Gut. Dann probieren wir es mal. Nicht viele Wachen. Die meisten schlafen wahrscheinlich. Es gibt ein paar Eingänge ins Lager. Der Vordereingang wäre Selbstmord. Da sind die meisten Wachen. Du gehst zuerst rein. Wir schlagen uns von der anderen Seite aus durch. Wir nehmen sie in die Zange. Interessant. Wenn irgendetwas schief geht, ziehen wir uns in die Basis zurück. Wo? Das Tango Motel. Interessant. Können wir dann nochmal? Wie benutze ich nochmal das Fernglas? X, Y, irgendwie sowas war das doch. B. Okay. Da ist das Jack and Joe's Camp. Okay, ja gut, wo ist das Lagertotem? Da ist der Anführer, glaube ich. Und das Totem ist das, glaube ich. Oder? Oder war das was anderes? Gut. Ups. So. Lass uns einfach mal rein da. Ich denke, probieren geht überstudieren, wie in vielen Fällen. Deswegen... Was? Tschüss. Da unten gibt's einen Eingangspunkt. Ist das hier auch ein... Tarnung. Es ist ratsam, hier eine Tarnung zu verwenden. Drücken Sie C, um in die Hocke zu gehen und mit Hilfe von Verstecken Ihre Sichtbarkeit zu reduzieren. Nutzen Sie die Umgebung, um Ihre Feinde abzulenken. Münzen, Flaschen und Ziegel machen Lärm. Schleichen Sie sich hinter Feinde und drücken Sie F. Verdienen Sie sich im Kampf Fertigkeit Stich, um Ihre Feinde schneller und leiser auszuschalten. Wer? Sophie? Meine Männer sind dort. Finde Karl. Rette ihn und beschaffe unsere Kristalle.
Oh. Kalle, schnell. Ich tue, was okay. ich kann. Dachte, ich hätte es jetzt unterbrochen. Wo sollen wir denn jetzt hin? Sollen wir dann noch das Lager angreifen oder sollen wir zurück zur Basis? Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir jetzt wirklich direkt zurück zur Basis sollen. Befreien Sie das Lager. Nee, Moment, das ist ja trotzdem immer noch eine Quest. Aber gibt es jetzt eine neue Quest, dass wir zurück zum Lager sollen oder wie? Kraftangriff. Wo ist denn dieses Stich? Da, Stich. Okay. Wingen Sie schnell einen ahnungslosen Gegner. 160 Gesundheit erforderlich. Ach, das kriegen wir hier, ne? Gut, dann gehen wir nochmal auf Gesundheit und hinterher dann nochmal auf Gesundheit und dann können wir hier auch einen Stich einen reinsetzen. Dafür benötigen wir allerdings noch einen Hemmstoffbehälter. Ja, und ich habe jetzt einiges mehr an Leben. Sehr gut. Ich wollte ja sowieso nochmal was an Leben reinsetzen. Was wir hiermit getan hätten. Aber wo finden wir jetzt einen Hemmstoffbehälter? Ich meine, hier ist ja irgendwo einer in der Nähe. Aber ich glaube nicht, dass wir an den ran können. Hemmstoffbehälter erkannt. Ich versuche heraus, das gefällt mir ganz. Zack. Okay, nice. Ihn direkt erledigt. Ich weiß zwar nicht, was das für Leute sind, aber scheinen Banditen zu sein. Yo, Alter, kriegen die einen auf. Alter! Stirb! Zack, weg ist er. Okay, Parcours-Stufenaufstieg, sehr schön. Und wir haben das anscheinend jetzt geklärt, oder wie? Jo, scheint so, nice. Gut, wo ist der Hemmstoffbehälter? Was? Hemmstoffbehälter in der Nähe. Moment, nee, das ist ein anderer. Der Hemmstoffbehälter ist da drin. Ja, dann ab geht's. Dann hol dir das Ding mal. Hier, ist der hier? Der ist hier drin. Können wir da denn rein? Oder ist das nur über so eine Quest oder über diese Nacht-GRE-Anomalie möglich? Wie kommt man da denn rein? Oh nee, Mann. Was ist das jetzt hier? Ja, kann man es eventuell aufsprengen? So. Ja gut, ich hab's jetzt verschoben. Nee. So geht's auf jeden Fall nicht. Kommt man denn da dran? Es muss ja irgendwas mit diesen Dingen oben zu tun haben. Nur wie macht man das auf, ist halt die Frage. Wie macht man diesen Scheiß hier auf? Ich glaube, es hat echt was mit der GRE-Anomalie zu tun, die man halt nur bei Nacht machen kann. Ja gut, dann werde ich mich mal näher damit beschäftigen und vielleicht können wir dann beim nächsten Mal schauen, ob wir an das Dingen rankommen. Aua. Aber dieses Mal müssen wir dann ohne den Stich
in das Lager, oder? Moment mal, wo sollen wir denn jetzt hin? Sind wir echt so weit von dem Lager weggerannt? Was? Ich dachte, so weit wären wir gar nicht weg. Aber anscheinend doch. So. Da drüben ist es. Nee. Hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts, Bruder. So, da unten kann man rein. Da kann man das Q halten. Aktivitätsmodus, wie? Okay, ich schnall's nicht. Kann ich jetzt... Kann ich es jetzt nicht mehr markieren da unten? Oder geht das nur auf, auf Gegner. Ja, hier verfolgen. Da oben ist nochmal so ein Paket. Okay, hier sollten wir aber nicht hoch, weil wir würden direkt gesehen werden. Da kann man auf jeden Fall hin. Da hinten. Wie kommen wir da hin? Nein, hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nur ein kleiner Schleicher, der absolut nichts Böses vorhat. Oh. Ja doch, das macht aber schon zu viel Lärm. Anscheinend. Wenn ich aus der Hocke rausgehe, dann macht das schon zu viel Lärm. Schade. Also müssen wir jetzt wirklich weiter kriechen. Gut, da war da drüben. Kann man schon rein. Ja, wie es eiskalt schon zu viel Lärm macht. So. Da. Also hier auf der Seite anscheinend. Boah, Alter, ist das hell. Oh. Wie das blendet. Also, diese Effekte haben die echt ganz gut hinbekommen. Lass mich in Ruhe. Ja, Alter. Ja, hier unten kann man rein. Oder? Ach so ist das gemeint. Okay, ich dachte, wir würden ins Gebäude kommen, aber nein. Wir kommen nur auf das Dach. Okay. Sie haben ein Sperrgebiet betreten. Jawohl. Komm. Rauf. Rauf, Aiden. Dankeschön. Der einfach manchmal keinen Bock hat. Hier rechts rum kommen wir nicht. Ja, so jetzt. Oh. Okay, schön. Trotzdem geschafft. Ich habe nicht gesehen, dass da eine Stange ist. Ich wollte da direkt drüber springen. Gut, dann halt so. Das passt aber. Ich will gar nicht wissen, wie schwer das wird, wenn man nicht schleicht. Sich einfach nur durchkämpfen möchte. Ich finde das mit dem Schleichen eigentlich schon eine geile Idee.
Weil ich habe mir auch so etwas gewünscht, tatsächlich. Dass man so ein paar Stealth-Quests hat. Komm ich da jetzt ernsthaft nicht hoch? Weil ich nicht hoch genug springen kann, oder was? Ja, dann muss ich hier rüber. Ja, und hier kommen wir dann auch in das Gebäude rein. Das schmeckt. Können wir die Leute durch die Wände sehen? Nein. Können wir, glaube ich, nicht. Da, guck mal. Doch, können wir. Wir können die Leute durch die Wände sehen mit diesem Fernglas. Aber auch nur manchmal anscheinend. Wegpunkt setzen. Ja, die sind irgendwie nicht ganz so useful, die Sachen, die man machen kann. Ich weiß nicht, ob wir hier die Taschenlampe einsetzen sollten, weil ich glaube, die menschlichen Gegner können das erkennen. Bin mir aber nicht sicher. Leider. Habe natürlich keine Ahnung. Ah, wo sind die Leute? Ich weiß halt nicht, wo die Leute sind. Wenn die mich einmal sehen, dann ist vorbei. Okay, alles klar. Da sind ein paar. Nur wirklich irgendwie Zugang zu irgendwas. Verschafft mir das jetzt nicht hier. Gut, aber das. Aber das hier. Das hier verschafft mir auf jeden Fall Zugang. Und ich denke, dann werden auch Leute auf dem Dach sein. Hier ganz oben. Oder? Kann ich hier eventuell? Nein. Okay. Ich möchte halt keinen reinlaufen. Ich möchte das halt so lange wie möglich stealthen. Aber ich möchte halt auch gerne ein bisschen schneller sein. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit rumkriechen müssen. Ja, aber wir können aufs Dach. Anscheinend. Da sind Leute, da ist jemand. Oh, ich weiß nicht, wie wir die alle ausschalten sollen. Und ich weiß auch nicht, wie wir hier gerade durchkommen, ohne entdeckt zu werden. Wir springen hier wirklich auf den Dächern rum. Dass sie das nicht mitkriegen, ist sehr interessant. Wenn nicht sogar unlogisch. Aber gut, Spiele sind ja auch nicht da, um logisch zu sein. Die sind ja da, um Spaß zu machen. Wenn die Gegner etwas dümmer sind, dann zählt das ja auch darunter. Okay, schön. Jetzt sind wir hier. Das haben wir ja eben gesehen. Diese Passage. Scheiße. Oh, hat das Damage gemacht. Oh mein Gott. Nicht dein Ernst. Ich dachte, das hätte ein bisschen
bisschen besseres Tracking oder ein bisschen bessere Unterstützung, dass wir hier nicht so hart auf die Fresse bekommen, wenn wir irgendwo runterfallen. Okay. Hier. Hier ist das Ziel. Ist leider unser letztes, aber ich muss das benutzen, weil wenn wir dann noch einmal runterfallen, dann bricht uns, glaube ich, das Genick, wenn wir nicht voll geheilt sind. Okay, schön. Okay, sehr geil. Hier oben ist niemand. Alles klar, dann mach das Ding auf. Klau dir die Scheiße daraus. Und gib mir mal bitte den Hemmstoff. Was? Artefaktressource? Militärtechnologie. Ach, das ist kein Hemmstoff. Das ist irgendwas anderes. Das ist irgendwas anderes. Ja, okay. Toll. Moment mal, können wir denn da runtersliden? Wir können! Okay, so ist das gewollt. Sehr gut, ich hatte mich schon gewundert. Das ist wirklich so intelligent. Ich hoffe es. Was tust du? Okay, sie haben es nicht mitbekommen. Krass. Schön. Das war knapp. Schnauze da. Einmal Arznei, sehr gut. Sehr, sehr schön. Wir können ihn jetzt verfolgen, oder wie? Hallo? Wie kriege ich denn dieses Menü, Mann? Ich denn das scheiß Menü, dass ich jemanden verfolgen kann? Keine Ahnung. Da ist jemand am Arbeiten. Er ist eine wandernde Wache. Wir sollten uns auf ihn stürzen, sobald er das nächste Mal darüber gegangen ist. Jetzt hätten wir eigentlich genug Zeit gehabt. Aber hier gibt es auch Gras. Vielleicht erstmal ins Gras hocken. So, genau, schön. Dann sind wir hier schön versteckt. Und können ihn jetzt hier wegriffeln. Schön. Geil. Was ist eigentlich mit diesem Randale-Event? Was ist das? Ich hätte mir das vielleicht mal angucken sollen. Aber wir machen ja Progress. Vielleicht Gegner killen? Ja, Gegner killen. Okay. Alles klar, Bro. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. So Stealthing finde ich ja schon richtig geil. Und gerade wenn es dafür gute Traits. Nicht euer Ernst. Ach Mann, ey. Gerade wenn es dazu richtig gute Traits gibt. Zu Stealthing. Dann ist das schon verdammt geil.
So, wo müssen wir denn jetzt hin? Hier müssen wir nicht hin. Hier ist das Totem. Oder wie? Ich glaube, das ist das. Ich hab keinen Bock auf diese Scheiße. Ja, same. Ist aber trotzdem geil. Also, Stealthing ist immer so, oh nee, Stealth. Und dann ist immer so angespannt. Aber es ist trotzdem geil. Ist schon trotzdem verdammt geil. Okay, wie kommen wir da runter? Hier. Guck mal. Hier ist ein Weg. Da ist auf jeden Fall jemand, ja. Da kommt jemand angestopft. Siegel, nur ich weiß nicht, wie viele Leute dann davon abgelenkt werden. Ich würde es eigentlich ganz gerne mal probieren. Okay, also das hat echt nicht so die große Reichweite. Komm schon. So, hau ab. Alter, tritt das halt nicht so auf. Was geht denn hier ab? Hat mir Kippen dabei. Ich muss einer rauchen. Wann kommt er wieder? Der Typ. Weil wenn er die Leiche sieht, ist glaube ich vorbei. Da, da ist er. Da sind aber auch Leute. Scheiße. Hat jemand eine Flasche dabei? Da sind mehrere. Also hier wird's jetzt echt gefährlich. Überlebender. Und Überlebender? Heißt das, die halten hier jemanden gefangen oder wie? Und heißt das, dass wir ihn nicht nehmen können? So wie bei Assassin's Creed kann man ja die Leichen verstecken. Heißt das, dass wir die da ruhig liegen lassen können, die Leichen? Siehst du das Stück Scheiße? Das ist echt nicht cool. Ich werde... Sehr geil. Was ist hier los? Ach, das sind Sophies Leute, oder wie? Das ist jemand von Sophie? Ja, ja, okay. Und doch, die können die Leichen sehen. Nur, ich hab... zum Glück den Speer direkt genommen, um ihn leise ausschalten zu können. Gut. Und dann ist er jetzt weg. Dann können wir direkt zum nächsten gehen. Und ihn dann wegböllern. Das Ziegel. Okay. Sollten wir jetzt, glaube ich, nicht benutzen. Okay, komm. Hau rein. Leg dich hin. Und
sind einige Leute. Also die normalen... Entschuldigung. Die normalen Wachen haben wir jetzt weg. Oh, das glitzert schön. Und jetzt kommen wir ans Eingemachte. Ich glaube, ich kann mir einen Ziegel nehmen, um ihn hier rüber zu locken. Weil rüberlaufen möchte ich ehrlich gesagt nicht so. Ich würde ihn schon ganz gerne hier rüber locken. Seht ihr das? Schön. Schön. Ich habe nur darauf gewartet, dass ich drücken kann. Die sehen die Leichen. Eiskalt. Aber das kann man halt auch benutzen, um die hier rüber zu locken. Um sich ins Gebüsch reinzupacken und dann zu warten. Dieser Ziegelstein, der hat echt keine Reichweite. Da oben hängt halt jemand rum. Das ist heftig scheiße. Wir müssen aber nur darauf achten, dass er halt von uns wegguckt. Während wir ihn da überraschen. Komm schon, dann haben wir wenigstens einen starken Gegner weg. Scheiße. Extremer Dreck. Scheiße. Ah, da habe ich Kacke gebaut. Hau ab. Ist er down? Scheiße. Oh mein Gott. Das ist schlecht. Ist jetzt endlich down? Okay, er ist jetzt auf jeden Fall down. Ach, scheiße, Mann. Nein, ich will doch nicht. Ich will doch aus. Weich doch aus. Okay, da hilft uns anscheinend jemand. Okay, verpiss dich. Jetzt stirb endlich. Schön. Danke für die Hilfe, Mann. Oh mein Gott. Ich brauche unbedingt da diesen Stich. Damit das einfach viel zügiger geht. Und mit dem Stich kann man ja auch vor allem dann noch ein Messer werfen. Oder erst nach dem Kill? Ich weiß es nicht. Ist auch vollkommen egal. Schauen wir dann das nächste Mal. Dieses Mal haben wir es auf jeden Fall hinbekommen. Fahnenverbrennung freigeschaltet. Alter. Kampf 1500 EP. Das war richtig geil. Und Parkour halt auch nochmal 500 EP, ne? Ja. Gut, jetzt haben wir irgendein Kleidungsstück bekommen. Quarterback-Trikot. Ja gut, haben wir anscheinend direkt angezogen.
Irgendwie muss man sich gar nicht mehr so um seine Ausrüstung kümmern hier in dem Spiel. Irgendwie kommt dann, kommt die dann direkt ins Inventar rein. Und ja, das war's dann halt. Aber wirklich umziehen muss man sich jetzt nicht. Oder ist das, weil wir erst so wenig gefunden haben? Haben wir immer nur ein paar Schuhe gefunden? Nee, oder? Die haben doch bestimmt auch schon mal eine Hose gefunden. Das ist kaputt. Ich bewundere Sophie. Bravo, Pilger. I don't know. Pilger. Ja, was geht? Wo sind die anderen? Sie wurden angegriffen. Wo sind die Kristalle? Da drüben. Komm erstmal hoch. Funke Sophie an. Schnell. Sophie? Ich hab Karl. Es geht ihm gut. Was ist mit euch? Sophie? Sophie? Bist du da? Du musst denen helfen. Scheiße. Wo sind Jack und Joe? Wo sind Jack und Joe? Sie flohen aus dem Lager, als sie den Kampflärm gehört haben. Ich weiß nicht, was sie planen. Sie sagten, dass sie auf Verstärkung warten. Welche Verstärkung? Das weiß ich nicht genau. Joe sprach von den Abtrünnigen, Überbleibsel der alten Armee, die auf dem Damm an der anderen Seite der Stadt stationiert sind. In letzter Zeit wurden sie am Bazar gesichtet. Ist das dann extra so gemacht, dass man einen Alarm auslöst? Dass die am Ende extra so platziert sind? Dass es gar nicht anders geht, oder wie? Oder ist dieser Dialog jetzt davon abhängig, ob man Alarm ausgelöst hat? Also hätte man die beiden direkt antreffen können jetzt, oder wie? Wenn man erfolgreich durchgestellt hätte. Ach, schade, dass ich es verkackt habe. Wohin soll ich gehen? Zum Tango Motel. Dort ist Sophies Versteck. Lauf! Schnell! Gut, dass du da bist. Alles klar. Dann schauen wir mal, was mit Sophie ist. Scheint sich ernst anzuhören. Aber ich merke gerade, wir nehmen schon wieder extrem lange auf. Also schätze ich, dass ich jetzt nur noch auf den Weg dorthin sein werde. Und dann werde ich auch den Part beenden. Dann machen wir die Mission noch? Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal hin. Komm. Keine Zeit verlieren. Ist da oben. Ja, okay, Leute. Andere. Okay. Der ist aber hart weggeflogen. Anderer Plan. Sophie machen wir im nächsten Part. In diesem Part schauen wir noch, was da oben auf uns wartet. Das kriegen wir aber gut hin. Oh, das haben wir gut hinbekommen. Parkour-Herausforderung. Okay. Ist eine Parkour-Herausforderung. Hört sich ja interessant an, aber lassen wir, glaube ich, für dieses Let's Play. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gern Like und Abo da, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich glaube, ich laufe mal mit euch darüber. Weil dieses Gebiet sieht sehr interessant aus. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.